Willkommen zurück hier zu In Between. Wow! Okay. Neuer Versuch, neues Glück. Bin ich hier? Überlebe ich hier? Ja, hier wird. Was? Ah, ich könnte natürlich mich flachlegen. Also flachlegen. Im Sinne von das hier tun. Und dann komme ich hier auch vorbei. Sehr schön. Ich frage mich allerdings. Okay, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, wie ich diese beiden Blöcke, diese Stachelblöcke hier aus dem Weg kriege. Das habe ich ja schon gelöst. Was? Was? Was war das denn? Bin ich da wieder mit dem Kopf beim Drehen? Oder wie? Sieht so aus, ne? Ja, das war's mal wieder. Wenn ich hier bin, ich zeig's jetzt nicht und mich dann drehe, oder dann ist der Kopf halt plötzlich. Ups. Bleibt sie jetzt auf? Na, ich hoffe doch. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Also die Tür, die mich gerade theoretisch einsperren könnte, meine ich natürlich. Ja. Wo war ich gerade? Keine Ahnung. Habe ich vergessen. Nicht so wichtig. Ich will darüber zu dem Ausgang. Wie komme ich da hin? So komme ich da hin. Ah! Okay, so nicht. Was ist da? Ah! Ich muss da mehr nach oben lenken. Das gibt's doch nicht. Ich habe genau gerade eben zweimal in dem Moment losgelassen. So, was hat das jetzt getan? Okay, das hat jetzt diese Sphäre abgelöst. Hä? Jetzt ist sie wieder fest, oder wie? Jetzt bewegt sie sich wieder? Okay. Ah, und jetzt ist sie wieder ortsfest. Okay, alles klar. Das heißt, jetzt kann ich gemütlich hier runter. Kann ich das? Jetzt kann ich das. Und kann da oben aufmachen. Allerdings frage ich mich. Ja, in dem Fall bleibt der Schalter gedrückt, so wie das aussieht. Das heißt, hier wird wohl das Tor offen bleiben. Dann beweg dich mal nach unten. Dankeschön. Und ich wüsste gerne, ob ich jetzt speichern kann. Aber ich bezweifle irgendwie, dass ich da wirklich sinnvoll runterkomme. Zu dem Checkpoint. Wow! Was habe ich sie umsorgt, als sie schwanger war? Ich ignorierte sogar die Schmerzen im Brustkorb. Ach, da kommt ja gar nichts mehr. Ich dachte, dass da käme noch was. Ja, Brustschmerzen ignorieren ist nicht so klug. Diese dämliche Plattform hat mich da gerade oben fast eingesperrt. Oder fast an die Stacheln rangedrückt. Zum Glück habe ich rechtzeitig reagiert. Geht schon wieder weg, dachte ich. Erst das Kind. Ich habe Linda nicht mal was von den Schmerzen erzählt. Okay. Ich muss jetzt diese Plattform da hochkriegen. Ich schätze mal so. Wie ist das? Wenn ich dann runtergehe, kommt dieses Teil hoch. Ja, so müsste das gehen. Ich probiere das mal aus. Genau. Und mein Plan ist jetzt zu warten, bis jetzt ungefähr, und dann hier rüber zu gehen. Genau, sehr schön. Das hat wunderbar geklappt. Und jetzt einmal hier durch. Na, hier unten rechts ist auch wieder verdeckt. So ein bisschen, aber man kann es gerade noch so erkennen, dass da unten keine Stacheln sind, aber da hinten in der Ecke dann doch. Ja, ist nicht so schön, aber gut. Was will man machen? Wie komme ich jetzt da hoch? Was zur Hölle? Wie komme ich da hoch? Habe ich hier... Ah, natürlich.
Nein! Ich muss zurück! Kann ich denn zurück? Muss ich zurück? Kann ich nicht auch das hier machen? Okay, das dauert ein bisschen. Aber es geht. Ja, ja, es funktioniert. Alles klar, alles gut. So. Hui, das war wieder knapp mit den Stacheln. Was ist da oben? Da ist wieder abgedeckt. Ich schätze mal, da sind keine, sonst käme ich da ja gar nicht hoch. Und jetzt bin ich wütend, dass sie weiterleben wird. Was? Warum bist du wütend, dass deine Frau weiterleben wird? Bin ich wirklich so ein Arschloch? Warum? Bist du wütend, dass deine Frau weiterlebt? Das ist doch dämlich, das bringt ja doch gar nichts. Wow! Geh mal weg da! Dämliche Kugel! Verschwinde! Hä? Ups. Ach, die bewegt sich in dem... Ups, das war dumm. Die bewegt sich in dem Kanal da oben, oder? Kann ich die dann nicht loswerden, indem ich sowas hier mache? Wisst ihr, was ich meine? Jetzt muss ich nur den richtigen Moment abwarten. Verdammt! Verdammt! Okay, nein! Das ist... das war wieder der falsche Impuls. Ich bin blöd. Ich will hier hoch und runter und wieder hoch. Genau, und dann nach rechts und... hab den falschen Moment erwischt. So, jetzt... Ah ja, genau, ich kann hier kurz... Ah, ich kann die ja natürlich auch hier rüberschieben erstmal. Da bin ich hier erstmal sicher. Und wenn ich da hier unten durchfalle, dann müsste ich sie jetzt zurückschieben können. Nicht so. Sehr schön. Tschüss, blöde Kugel. Blöder Zorn, ich brauch dich nicht. Du bringst nichts, außer Zerstörung und Schmerz. Du bringst die dunkle Seite der Macht. Hätte ich da vielleicht durchgehen sollen ohne... Nee, 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 das passt, oder? Das passt. Ja, ja, das passt. Alles gut. Nichts passiert. Alles in Ordnung. Ah, jetzt ist dieses Teil da oben natürlich wieder da. Ich kann jetzt leider nicht nach links irgendwie. Komme ich da hoch? Naja, so sollte das funktionieren. So bin ich die weit genug los, die Kugel da oben. Was? Ach so. Hehe. Ja, dann. Wie komme ich da jetzt wieder zurück? Ach so, natürlich. So. Einfach um die Ecke denken. Ich hoffe, das bleibt jetzt auf da unten. Yep. Sehr schön. Habe ich mich doch beinahe hereingelegt gerade. Diesmal sagt er nichts, okay? Ich schätze mal, ich muss das hier jetzt benutzen, um da vorbeizukommen. Und dann kann ich hier runter. Genau. Das ist ganz schön knapp. Und hier kann ich die beiden vertauschen. Und jetzt? Ah, jetzt habe ich die da unten entfesselt. Ich glaube, ich will die so ungefähr... Ja, ungefähr so. Dann habe ich nämlich rechts oben, unten in dem freien Raum, noch ein bisschen Platz, um mich nach rechts zu bewegen und zu verstecken. So gefällt mir das. Sehr gut. Und jetzt muss ich hier einfach gemütlich wieder vorbei, so wie vorhin. Hier ein bisschen langsam machen. Hier ein bisschen verstecken.
Und jetzt, wie gerade eben schon geplant, den hier. Und wenn die Kugel wieder kleiner wird, dann bin ich beim Checkpoint. Sehr schön. Bleibt ihr jetzt bei den Stacheln? Nein, das sind leider natürlich nur die guten Blöcke. Meine Freundblöcke, die da bei den Stacheln festhängen bleiben. Nur, wie komme ich da jetzt durch? Ich könnte natürlich einfach mal warten, bis die Plattform hier wieder rüberkommt und schauen, was die tut. Das könnte schon helfen. Kann ich diese Blöcke, diese Stachelblöcke an die Plattform dran heften? Und wenn ja, bewegen die sich dann mit? Nein, tun sie nicht. Ernsthaft? Muss ich jetzt hier die ganze Zeit warten? Das ist ja jetzt wohl nicht wahr, oder? Warum fährt die so langsam? Könnte ich ein bisschen schneller sein? War das dumm? Nee, das geht noch. Das geht noch. Alles gut. Allerdings muss ich jetzt hier hoch, denn da unten ist die Zornsphäre. Schade. Das hätte beinahe geklappt. Sag mal, kann ich hier nicht durch? Okay, so klappt's nicht. Und wenn ich das Ganze... ich glaube, da ist ein kleines Fenster, wo ich durchkommen kann. Vielleicht, wenn ich weiter links starte. Okay, so nicht. Wenn ich hier direkt starte... Okay, dann bin ich zu weit links. Das klappt auch nicht. Okay, doch kein kleines Fenster. Alles klar, das Fenster ist zu klein. Gut, dann werde ich jetzt mal die Folge beenden. Beim nächsten Mal sehen wir dann, wie es hier hinten weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.